Hallo, liebe Freunde. Willkommen hier mal wieder auf Appcrime TV. Genau, wir sind mittlerweile beim dritten Part von The Evil Within angelangt. Genau, liebe Freunde, heute wird es mal wieder spannend. Genau, und wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. Genau, wir drücken eine beliebige Taste. Und beginnen direkt. Und lädt Profildaten. Mach mal die Scheiße immer näher ran. Und weiter. Weiter. It's gonna get wider. Wider gates in game, liebe Friends. Wie gefällt euch übrigens unser Grusellicht hier von unten? Schreibt es mal in die Comments. Einrichten hier. Ah, da vorne steht ja schon Dude. Dudin. Achso, hier sind wir jetzt wieder. Hä, den hatten wir doch schon getötet letztes Mal, oder nicht? Na, egal. Hä? An den kann ich mich irgendwie erinnern. Das ist mein Vater. Ja, wenn man den jetzt schlagen würde, würde man sich ja praktisch die Alter, Faust mit dem, Keil reinrammen. Hä? Das ist auch komisch animiert. Ja. Voll komisch, Mann. So, wir sind jetzt irgendwie auf dem Weg, wenn ich das richtig verstanden habe, Richtung diesem Schloss oder was das ist, ne? Ja, genau. Ist das das Schloss vom Anfang? Also, wo wir ganz am Anfang drin waren? Nee. Okay. Okay. Ja, dann machen wir jetzt Speedrun hier. Ich kann mich irgendwie daran erinnern. Naja, die hatten wir schon gekillt. Ist das echt so? Ja, ja. Also, ich glaube, wir hatten... Was haben wir dann gemacht? Ach, wir haben, glaube ich, nicht gespeichert, oder? Das war gerade ein Checkpoint. Wir sind in meinem Checkpoint reingegangen. Jetzt bring die einfach um, ist doch scheißegal. Ja, okay. Beste Lösung, einfach umbringen. Okay. Die können gar nichts. Ja, der wartet ja drauf, dass du schießt. Munition alle. Kein Schuss mehr. Oh, kann ich jetzt. Gefährlich. Solchen Ausbruch. Gefährlich, liebe Freunde, wird es hier. Musst du die töten oder können wir einfach durchrennen? Ich glaube, wir müssen die töten. Okay. Nee, junge Mann hier. Junge Mann. Oh. So ein netter Typ. Hey, du schlägst viel schneller zu jetzt irgendwie, ne? Ich drück einfach mehrmals. Stegerei! Oh shit, der hat uns getroffen. Ja, haben wir noch eine Hero-Junkie? Oh ja, der war schon wie schnell das ging, Alter. Jetzt haben wir seine Fackel. Ganz nice. Oh, Kacke. Da, weißt du noch, da haben wir den letztes Mal links bei dieses Seil, genau. Und links bei dieses Seil, da hatten wir den Wichser durchlaufen lassen. Oh. Ey, lass dich lock den in die Falle. Ja, ja, warte. Hey, hier bin ich. Schon wieder seine Dance-Moves. Ja, den hatten wir schon. Ja, diese Fackel ist ja aber sau stark. Ja, die ist echt stark. Hm? So. Oh, jetzt ist der wieder so lahm, ey. Schnell Hero. Bum, bum. So. Jetzt geht es weiter, liebe Friends. Ah, genau. Ah, doch, hier waren wir das letzte Mal. Alles gut. Den verbrennen wir gleich mal. Oh, die haben sogar noch gelebt. Schön, dass wir die verbrannt haben. Lololol. Hier waren wir nicht. Nee, nee. Jetzt geht's weiter, liebe Freunde. A drücken. Ich finde so solche Gegenden aber schon ganz geil eigentlich, ne? Ist runtergefallen. Mhm. Ja, ist wieder runtergefallen. So. Was ist denn hier? Oh, ist auch komisch, so eine Mischung aus Wald und Dorf irgendwie. Ist aber geil. Nicht, dass hier wieder Bären fallen sind. Kistis. Ja. Sammeln, sammeln, sammeln. Kannst ich sammle den ganzen Kartenfragment. Okay. Hier scheint es nicht zu geben, Friends. Vorne ist wieder irgendetwas. Oh. Wir laufen einfach mal. Sprint hier oder was? Nee, hier war der Weg, ne? Gut. Laufen wir einfach mal auf gut Glück. Ja, sprint einfach mal durch. Warte mal, oh nein.
Ja, war da wer? Da. Wo? Ach, oh, da. Alter, wie viele. Und wir haben keine Munition. Shit. Ja. Wie kommen wir da? Alter, wie viele sind das? Ich sehe, glaube ich, vier. Ah, diese Mauer ist perfekt dafür. Perfekt! Wie ging dieses eine Lied? Hä? Dieses I wanna be perfect oder so? Push it, push it. Das mit I'm perfect. I'm perfect. Da, den können wir mal zusammenschlagen. Ja, den können wir zusammenbieten. Oder wir laufen einfach an ihm vorbei. Ja, nee, schlag den zusammen, den Wichser. Aber meinst du nicht, der ruft die anderen? Der kann doch nicht mal sprechen. Das ist ein Zombie. Oh, nee, ich laufe einfach vorbei. Jo, der ist dran. Nee, guck mal, wenn da jetzt einer kommt, dann sind wir in der Falle. Schlag ihn. Nee, da kommt keiner. Doch. Da ist doch dieses Auge. Oh, nein, oder sind zwei? Das sind zwei. Ja, tot. Auf jeden Fall tot. Was geht? Ja, kann man nicht schaffen. Ah, nee. Das ist eine Sequenz. Eine Sequenz? Hä? Boah. Sprungkick. Richtig cooler Typ. Boah. Oh. Hä? Der hat geschossen, obwohl wir keinen Stimmt, Schuss wir haben mehr keinen Schuss. Fehler im Spiel. Fehler. Ja. Ah. Aua. Ja. Das hat so weh getan. Jo, da springen die nicht hinterher. Ja. So sau die Schlange. Ja, jetzt sagen die, ach egal, wir können jetzt wieder. Jetzt sagen die wieder. Kapitel 2 überlebt. Spielspeicher. Machen wir das mal alles. Geht ja ganz schnell voran hier diesmal, liebe ja, Freunde. Ja, liebe Freunde. Freunde der Nacht. Schon ein Kapitel übersprungen. Oh, später kriegt man anscheinend noch eine Schrotflint. Eine Schrotflinte. So, der Typ ist ein bisschen Indiana Jones. Es ist ja schon mal spannend. Nur finde ich, wir haben immer viel zu wenig Munition dabei. Ich finde, sowas kann den Spielspaß auf jeden Fall runtermachen, wenn du immer so krass achten musst auf deine Items, die du mit hast. Weißt du? So wie bei Lara Croft, da hattest du ja zum Beispiel diese eine Pistole, die hat ja immer unendlich. Dann hast du aber noch so Raketenwerfer oder Desert Eagle oder so ein Scheiß. Die hat eine Munition oder genau, was? Aber diese Standardwaffe hatte immer. Die war halt nicht so stark, aber... Aber damit du dich halt schützen konntest. Ja, nicht, dass du immer mit der Waffe draufhauen musst. Spricht, Munition. Ja, immer drei Schuss, das ist voll. Ist ja ein Gegner. Also ich finde, bei Resident war das ja genauso, aber hier findet man echt. Da oben ist irgendwas. Da, schlag den Raben mal. Oh. Ja, was ist das? Da liegt was auf dem Boden irgendwie. Sind das Leichen? Ja, das sind Leichen. Können wir verbrennen? Ja, ich weiß nicht. Ist Streichholzverschwendung. Vielleicht müssen wir hier lang. Ja doch, hier müssen wir auf jeden lang. Ja, hier geht die Treppe hoch. Ja, was ist, wenn du jetzt keine... Ja, die Tür geht einfach auf. Was ist, wenn du jetzt keine Streichhölzer gehabt hättest? Dann hätten wir nicht weitergekonnt. Das ist natürlich ein... Die kamen so aus dem Boden. Die sind so entstanden, diese... Ja, genau. Die sind so erschienen in dieser Stühle. Her? So, was ist das hier jetzt? Ja. Ah, jetzt hier sind wir aber auf der anderen Seite vom Tor anscheinend. Wir sind... Was ist das? Anscheinend sind wir auf so einem Hof oder so. Es ist so, so ein typischer Platz, wo gleich so ein dicker Boss kommt irgendwie. Ja, das stimmt. Gehen wir einfach mal rein. Mit deiner Axt kannst du die nehmen? Wieder? Ich schmeiß mal das hier weg. Ja, weg mit dem Müll. Ja, geil. Perfekt. Ja. Oh, guck, die ist auch unbegrenzt schon mal. Aber ist das eine. Chaos, let's draw. Die Axt! Die Axt sie kommt jetzt. Da, schlag Friends. Da mal einen Tisch kaputt. Warte mal, da ist eine Falle. Ist das so eine Fadenfalle wieder? Nee. Nee. Was ist das? Schießt den Kopf oder so. So ein Sensor. Hä? Bombe entschärfen. Wenn du die Nadel innerhalb der Umdrehung mit dem blauen Bereich hältst, ist die Falle entschärft. Okay. Ein Reaktionsspiel, liebe Freunde. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Oh, jetzt bin ich gespannt, Weichsel.
Oh, lächerlich. Gele. Das hätte ja meine Oma geschafft. Da war Munition. Deine Oma spielt das aber nicht, Weichsel. Hat's aber geschafft. Plötzlich spielt deine Oma auch. Ja. Ja, verbrennen wir denn lieber? Nein, wir haben nur noch ein Streichholz. Da ist noch eine Axt. Kann du zwei nehmen jetzt? Ah, nee. Ah, wir zwei haben Einhänder. Nee, das war die Axt von gerade. Da, hau auf den Tisch. Wo? Da. Der Let's Draw. Tisch. Ja. So sieht das dann so aus, die Chaos Let's Draw Freunde. Folge 2.0. Nur, ich raste aus! Okay, da passiert irgendwie nichts. Okay. Gehen wir mal nicht, nach oben. Oh, dann machen wir mal hier ein bisschen lauter, weil ich höre das Game sehr wenig. Waxers? Waxizzler? Hier muss ja mal langsam wieder was kommen, ne? Oh, hier ist so eine... Geh, schleich dich mal, warte, guck mal da rein. Hier ist was. Ich finde aber, zum Beispiel jetzt, hat man eine ganz schön lange Spanne, wo wenig passiert, weißt du? Ja, du sammelst... Aber... Ah, jetzt. Hä? Hast du das gehört? Ja. Hä? Oder steht bestimmt hinter dir jetzt direkt. Sind die ins Haus gegangen? Da hat gerade... Ich kann mich im Schrank verstecken. Geh mal rein einfach. Nee. Nee, nicht im Schrank. Ich geh nicht. Da hat gerade irgendwer nach Hilfe gerufen, oder nicht? Hilfe oder? Help me hierher oder so, habe ich gehört. Gehen wir mal kurz hier runter durch. Ja, vielleicht brauchen wir das noch. Wahrscheinlich ist das gerade. Da so drüben, eine... da hinten, da hinten. Hä, das so ist dieser Doktor. Welcher? Vom Anfang? Ja. Hä, das steht da einfach irgendwie rum. Wir sammeln kurz hier nochmal ein, dann gehen wir schnell rüber. Jetzt passiert hier was, Freunde. Es wird spannend. Oh mein Gott. Wie haben wir das denn überlebt? Was? Dieses ganze... Naja. Unrealistic. Warte mal, konnte man das nicht entschärfen? Nee, lass. Ja, doch. Nein. Da hätten wir irgendwen durchlocken können. Egal. Dafür können wir... Egal. Egal. Hä, wie kommen wir denn hoch zu dem Wichser jetzt? Hier war eine Tür irgendwo gerade. Da. Ja. Besser. Nicht schießen. Schieß. Ich bin keiner von denen. Schieß. Ich bin Doktor Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit ihm überlebt. Ach, der in der Klinik war? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Lockt uns in eine Falle. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Oh, mich hier auch. Sind jetzt aber mehrere. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Ja, als ob die das jetzt zumachen. Komisch, dass dieser Leslie, der ist ja so ein... Der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Ja, dann gib ihm die. Wenn Sie meinen. Ja, genau. Gib ihm die Axt, Alter. Jo, der Wichser ist schon weg. Komisch, dass dieser komische Patient, den wir verfolgen, der halt scheint irgendeine Schlüsselrolle zu haben, der rennt einfach immer durch und schafft das. Weißt ja. Du? Es geht. Was passiert? Abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. So, rechts. Da. Rechts. Ah, hier. Ja, Pro. Wieder A, schnell drücken. Hä, wieso rennt der denn jetzt vor? Er hat doch gesagt, wir sind der mit der Waffe. Ja. Wo ist der denn jetzt? Geh mal runter auch. Da ist er. Warte kurz. Was macht denn der? Hä, ist der behindert? Nee, hier drüben. Hier. Der lenkt die ab jetzt. Wir müssen auch runter. Hier drüben. Hier geht es lang. Hä? Die machen ja nichts. Der Alte geht dabei noch drauf. Die gehen jetzt hinterher, oder? Ja, das sah so billig Scheiße, aus. Ja, schnell hinterher. Jetzt. Hier ist ein Gegner in der Nähe. Steht hier. Egal, Axt, Alter. Ja. Da ist er. Hau, hau, hau. Wo ist er? Hau den Wichser. Ah! Warte. Schnell. Oh. Alter, sofort tot. Viel zu stark. Nee, den brauchen wir nicht verbrennen. Die Axt ist aber weg. Echt? Ja. Nein. Hä? Warte, du hast sie vielleicht gedroppt. Sicher. Ah! Oh, ah! Geh mal zurück. Ja, warte. Vielleicht liegt die da noch. Alter, die Kamera.
Was? Welche Kamera? Unsere? Nein. So. Nee, die ist ja nicht mehr. Was soll denn der Scheiß? Wahrscheinlich ist das nur, zerbricht die nach einem Mal. Ah, da ist wieder so ein Bewegungsmelder. Ach, und die konnten da durchrennen, oder was? Boom! Wie schwach bist du denn, ey? Was denn? Haben wir noch eine Spritze? Ja, ne? Ja, ja. Oh, hier ist wieder so eine klassische Musik. Hier ist Streichholz voll, steht hier. Ah, okay. Was sollen wir denn jetzt machen? Hä? Opfer. Hä? Oh mein Gott. Hä? Ja, mach du. Mann, du musst da nur diese A-Taste drücken, wenn die Scheiße da drüber ist, ja, Alter. Ja, wo soll ich wissen, wie schnell das ist, Alter? Oh mein Gott. Maul. Boom. Da kommt noch einer, Achtung. Nimm. Hä? Alter, der hatte so eine Waffe, aber hat das so geschossen. Eine Clownsmaske auf. Ja. Droppt er vielleicht Munition oder sowas? Hä? Gar nichts. Er ist so mit dieser Waffe auf dich zugerannt. Ja, anstatt dass er schießt, was sollte der denn machen? Ja, der checkt ja nichts. So wie du? Oh nein. Unsere größten Feinde. Nehmen wir das mal, dann haben wir voll. Streichhölzer. Das ist ja mega die Hightech-Bombe. Ja. Such die hier. Eigentlich schon. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir es endlich geschafft. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Oh, da ist was. Da ist ja nie was drin. So, der, also wir sollten ja jetzt zum Tor, ne? Warten wir kurz noch. Hä, was geht? Hä? Lebt der noch, oder was? Nee, verschwend kein Streichholz. Doch, die leben. Ja, ist doch egal. Ja, die leben auf jeden Fall. Ja, ist egal. Da gehe ich aber nicht lang. Oh, da ist auch einer. Geh einfach. Ja. Fick auf die. Nicht, dass die runterfallen oder einen angreifen. Nee, passiert nichts. Scheiße. Hier regnet es übrigens auch gerade, ja, liebe Freunde. Das ist so, dass die sich wieder jetzt losreißen. Ich hab eine Fackel. Da hinten einer war am Tor. Meinst auf jeden du? Fall. Warte. Shit, Alter. Ich hab das Gefühl, der greift uns da an. Da oben ist so ein... Ah, jetzt ist das Auge weg. Oh! Hä? Ah! Scheiße. Ich brauch Deckung. Ja, der knallt uns ab hier. So ein intelligenter Zombie. Den müssen wir als erstes down nehmen. Wir haben doch auch eine Waffe. Ja, einfach keinen hoch, genau. Rechts ist aber auch eine. Warte. Alter, hier ist irgendwer einer direkt an uns dran, ey. Ja, ja. Boah, ich piss Lauf, mal rein. Hä? Der ist erschöpft. Du Penner! Nein, du hast ihn überschöpft. Überschöpft. Da, gib ihm. Boom, tschüss. Tschüss. Nimm die Waffe. Kann man nicht? Nee, kann man Sollen nicht. Sollen der Scheiß. Oh, ich schwör, da ist direkt. Oh, da kommt einer. Oh. Ja. Hä? Lebt noch. Shit, Alter. Richtig viel Munition verschwendet. Ja, das stimmt. Was geht? Da kommt noch einer. Pass auf, Alter! Ja, eine Axt. Ja, gib ihm. One hit. Hier ist noch was. Ja, wieder 4 Schuss. Stark. Hä? Schlag! Hab ich? Hä? Ist er tot? Ja. Ja, ist tot. Ja, geh schnell zum Tor. Uff. Nimm Waffe, zieh aber Waffe. Warte. Sicher, Alter. Da ist einer. Hä? Pass auf. Ja! Ah! Oh mein Gott. Oh. Richtig viel Munition verschwendet. Ja, haben noch einen Schuss. Shit. Geh mal wieder hoch in dieses konnte man da in dieses Haus hier? Ja, konnte man da rein auch? Ja. Vielleicht ist da Munition. Oh, ja, jetzt ist ja mehr Action hier, Alter. Jo. Ja, oh. Bitte ein Headshot. Oh, Opfer. Ich habe hast doch du nicht, Alter. Shit, wir haben keine Munition mehr, liebe Freunde. Hier liegt noch
Ah, man sieht die nie. Hä? Ah, wenigstens. Ich glaube, weil wenn der schießt, hat er noch so einen kleinen Rückstoß und dann triffst du die nicht richtig. Meinst du? Könnte Meinst sein. Geh mal runter. Was ist das? Ah. Hä? Ein Speer? Harpune. Geil. Kriegen wir gleich eine Armbrust oder sowas? Or something like that? Okay. Ja, das da ein das Schalter. Sieht doch schon mal gut aus. Drück einfach links. Schalterle. Ach da. Was ist das? Dreh dich um. Hä, was ist das gewesen? Oh, jo. Weißt du? Ich schwöre dir, du gehst weiter. Da kommen gleich richtig viele und dann musst du die da reinlocken. Meinst du? Ja, auf jeden. Was ist hier da? Armbrust. Oh, eine schöne Schrottflinte. Schrottflinte. So, die wählen wir doch gleich mal. Hier jo. Jo. Ist doch nett. Da sind... Entschärft das nicht, entschärft nicht. Nicht? Uh-uh. Hier kommen locker gleich richtig viele. Hier ist niemand. Gehen wir mal raus. Auf jeden Fall können wir uns jetzt... Hier ist ein Gegner in der Nähe. Könnte auch der sein, der da hängt noch. Ja, stimmt. Vielleicht musst du auch diesen Professor befreien erst, stimmt, weißt du? Stimmt, der war ja auch... Der ist hier reingelaufen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Oh shit, Alter. Hier ist irgendwas. Laute Geräusche. Hier ist auch schon. Hä? Munition alle? Ah. Hä? Werf diese Bierflasche. Oh toll. Oh shit, Alter. Dieses Schlagen dauert viel zu lang. Oh, da kommt noch einer. Achtung, Achtung. Ich glaube, da liegt aber eine Armbrust hinter dir. Ja. Geil. Schnell mal kurz mal pausieren. Okay. Qualenarmbrust. Hier sind zwei im Raum übrigens, ne? Gehen wir mal kurz raus. Ja, lass den laufen einfach. Ja, oder? So, wählen wir die auch mal aus. Da. Um Bolzen herzustellen. Okay. Mhm. Und die wählen wir mal hier drauf aus. Wir haben eine Harpune. Boah! Gib ihm beiden, Alter. Hä? Oh. Der ist stark. Alter! Dieser Türkick hat diese Sau erledigt. Ja. Ist ja mega geil. Mega geil. Mega fail. Extrem fail. Wo ist der denn, der Professor? Oh, hier ist noch eine schöne Harpune. Grenade. Und dann gehen wir mal einfach weiter. So. Was ist hier? Hä? Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm... etwas zustößt. Was ist denn mit diesem Leslie? Oh, da ist wieder so eine Flüssigkeit. Muss man... Hoch zu dem Wichser kannst du auch nicht, ne? Nee. Das war da nichts. Wo ich hoch gehen könnte. Sehr schön. Gibt es hier so... Oh, ich dachte gerade, es ist ein Zombie, Alter. Ein Zombie. Oh, ein Zombie. So, liebe Freunde. Was sind denn da? Da war ja auch ein Schalter. Wofür ist denn das? So, gehen wir mal zu diesem, nochmal zu diesem... Das, Alter. Wir gehen jetzt nochmal hier hin und gucken, was uns hier fehlt. Muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Oh nein. Ich weiß, wer eine hat. Cheng ist vom Anfang. Eine Kettensäge durch Metall, okay. In diesem Gebäude waren wir noch nicht. Ah, diese... Oh ja.
Unser Freund ist back. Meinst du, der ist hier irgendwo? Der hat auch solche Geräusche gemacht. Auf jeden. Ich glaube, der ist dahinter, kann das sein? Ja. Kommt er jetzt? Okay. Nee, ich gehe da nicht hin. Ja, der hat ja die Kettensäge. Liebe Freunde, ihr seht, wir haben unsere alte Begegnung. Oh, wir sind ein bisschen unscharf gerade. Ja, wo ist denn hier die Schärfe, Alter? Kann das sein? Warte. Ja, auf jeden Fall. Ja, scheiß drauf, wir sind gerade unscharf, egal. Liebe Freunde, ich glaube, jetzt kommt ein Bosskampf oder sowas. Und ich würde sagen, wir sparen uns das für den nächsten Part auf. Genau, liebe Freunde. Und morgen werden wir dann... Er kommt, er kommt! Werden wir dann zusammen die Hut stürmen und mal schauen, wie wir die Kettensäge bekommen, oder? Würde ich auch mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, liebe Freunde. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.